Müssen wir dann berechnen, wenn viele Leute da sind, dass der Vogel auch leicht nervös wird. So, der junge Adler natürlich, der ist noch sehr verspielt. Schauen wir mal, ob er es schafft, dann nochmal rüber zu fliegen. Vielleicht fliegt er auch hinaus und wenn er rausfliegt, dann bin ich sicher, wird er absaufen. Ja, und mit dem verabschieden wir uns. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Wenn Sie ein Foto machen möchten mit dem Uhu auf der Faust, dann können Sie da oben mit dem Kollegen oder mit der Kollegin sprechen. Wer den Rundgang macht, das sind 300 Meter. Da ist wichtig, auf den Wegen bleiben, keine Steine und sonstige Gegenstände an oder in die Voliere werfen. Jetzt geht der Adler raus, jetzt können Sie zuschauen, wie das ausschaut, wenn einer absäuft. Vielleicht schafft er es auch rein, das ist ja wie die Hammer. Sie funktionieren, Uccello,